Irgendwas ist da immer, ne? Aber es ist halb ein, okay, dann wird die nächste halt kürzer, weil vor der Horde, ja, vor der Horde bin ich auf alle Fälle für einen Schnitt. Oh, schneller Zombie hinter mir, vor mir. Oh, der ist, scheiße, ist ein Feraler. Der ist richtig schnell. Danke. A pleasure. Noch eine Bon. Meine Güte, wir können richtig, so. Also das mit 10 Uhr, das vergessen wir immer wieder, ne? Ja, ist ein bisschen Achillesferse. Da muss ich mir auch noch was machen. Ich muss mir das eigentlich machen, dass mein ganzes Tablet hier anfängt. Will zu leuchten, so nach 25 Minuten oder so. Okay. Wir brauchen nur ein paar Spikes, ne? Ja, ich hab gerade keine. Da hast du nur einmal kurz das Haus verlassen und schon mega respawn da drin, ne? Ja, ja, klar. Muss man aufpassen. Aus irgendeinem Grund entspanne ich hier gerade. Hier muss eine Grünpflanze in der Nähe sein. Die ist bei uns wesentlich besser aufgehoben. Ich sehe sie ja nicht mal. Ach, das ist ja so muschig, ey. Ich höre einen Spucker irgendwo. Wo ist der denn? Meine Güte. Können wir jetzt hier mal aufhören mit Respawn? Ich möchte dieses Haus wenigstens looten und dann möchte ich mir einen Cappuccino holen. Das war kein Feraler, das war der normal aus der Starvation Mod. Na, so schnell sind die doch nicht immer, oder? Der war schon anormal schnell, fand ich. Na ho, hier ist noch ein Safe drin, den mache ich aber jetzt aber nicht auf mit der Steinaxt. Nee, muss man nicht. Wobei, ich habe auch eine Pickaxe, aber ich glaube, den Safe spare ich mir gerade generell noch, ne? Ja, der Safe, den können wir uns erstmal in die Haare schmieren. Will ich auch sagen. Wir brauchen Weizen. Weil das ein großer Waffensafe ist. Also wenn du Weizen siehst oder Sonnenblumen, eintüten. In jedem Fall. Ich bin gerade in einem Haus und loote das erstmal. Ich habe einen Vibrator gefunden. Das war es dann wieder mit der Werbefreundlichkeit. So verzweifelt noch nach dem zweiten Motor. Ja, der Gesichtsausdruck. Ich weiß. Übrigens, zu deiner Info, die Workbench habe ich gelernt. Das ist doch gut, dankeschön. Das heißt, die brauchst du nicht lernen, die können wir, da können wir uns aufteilen, weißt du? Ja. Okay, irgendwo ist was. Ah ja, da kommt einer angerannt. Okay, komm her, Baby. Daneben. Da ist fast meine ganze Ausdauer draufgegangen. So.
Ich habe ein Uhrenradio gefunden. Das können wir alles direkt scrappen, sowas, ne? Ja, das ist alles Schrott. Nee, das kann ich nur droppen. Pfirsich- und Orangenbaumsamen. Danke dafür. Okay, das klingt auch gut. Und nochmal Erdbeeren hinterher. Läuft. Erdbeeren haben wir jetzt 3 insgesamt dann. Erdbeeren ist fürs Beet. Das andere sind Bäume. Ich habe einen Bunker gefunden. Einen großen. Das klingt gut. Ja. Kochtopf bringe ich auch mal mit, würde ich sagen. Ne? Ja, kann man scrappen. Muss jetzt erstmal die Fliegen abwarten. Pfeffersamen habe ich hier. Das Pfeffer? Ja. Holy shit. Nehmen wir mit. Ja, yeah, natürlich. Bitte keine Alarmanlage. Bitte keine Alarmanlage. Diese verkackten Spinnen. Ich habe noch einen Hundenapf und einen Plastiksoldaten gefunden. Naja. Auch scrappen. Naja, habe ich gerade gemacht. Mein Inventar ist auch voll. Okay. Ich muss jetzt auch mal eben wieder zurück nach Hause. Und dann suche ich mal Weizen. Dann suche ich mal Weizen. Kommt etwa die Spinne auch? Ist eine Hyäne auf der Straße. Da ist sie. Wieso? Pfeffer mit Paprika? Da steht Pepper. Ach nee, okay, ist Paprika. Paprika. Ja, ja. Wird im Amerikanischen auch Pepper verrufen. Danke, Tazu. Wieder eine kleine Spinne umgelegt. Ja, Paprika haben wir ja schon gehabt, schade. Ich dachte, ich hätte was Gutes gefunden. Paprika ist nicht schlecht. Ja. Gut für den Gulaschsuppe. Wir brauchen mehr Kisten, ne? Ich glaube, wir brauchen echt mehr Kisten. Sollten wir uns nochmal machen. So, das können wir dann vielleicht mal einschmelzen. Bin voll. Nee, muss nicht unbedingt bedeuten, das stimmt. Was denn? Oh, ich kann es gar nicht mal nehmen, ey. Du bist schuld! So, Spikes. Ich stelle nochmal Spikes her, du. 42 Stück kann ich nochmal herstellen. Dann ist. Aber frei. Mir ist gerade nicht. Was macht denn Essen und Trinken? Essen ist nicht so, Leben ist auch nicht so geil. Ich glaube, ich werde mich vor der Horde mal ausruhen hier und hinsetzen. Ja. Also wenn ich hier bin, versuche ich mich immer hinzuhocken. So, ich versuche mal so viel Bauteile wie geht hier in diese kleine Kiste zu packen, aber die ist mir eigentlich schon zuwider, dass das alles so eigentlich alles viel zu klein ist. Wie, man braucht 4? Hä? Was denn? Man braucht 2 Fleisch mittlerweile für ein Grilled Meat hier. Meat. Achso, ich kann ja das Shark dann nehmen, ne? Das Gegrillte kann ich mir ja schenken. Ich kann ja das andere nehmen. Das macht zwar durstig, aber Durst ist nicht so das Problem, ne? Durst ist nicht unser Problem. Nein, genau. Genau. Nails. Gerne 40. Tacker. Ich habe immer noch Level 1, die ist unten im Gürtel, die Taming-Route da, die 10. Ja, ich habe auch noch eine 1er. Die kann man aber, wenn du ein paar Mal schon ein Tier gezähmt hast, kannst du eine neue machen, dann siehst du, dann ist die 26 oder 40 oder irgend sowas. Ja? Mhm. Ach, die brauchen nur Leder und Holz. Dann stell ich mal 2 her, weil ich habe ja schon ein paar Tierchen gezähmt hier. Ja. So, ich mache uns jetzt erstmal eine ordentliche, anständige Kiste.
Hast du noch irgendwo ein bisschen, hast du noch ein bisschen Holz für mich? Ganz wenig? So, warte mal. Ja. Ich kann auch ein paar Woodframes klappen, aber das wäre unschön. Hier. Okay, dann stelle ich uns mal zwei Whips her. So, ich glaube, das wäre jetzt der Gelegenheit, dass ich mir mal eben kurz einen Cappuccino hole. Ja, mach das mal. Vielleicht. Ich muss mal sowieso kurz ins Bad. Das ist so doof, wenn wir lange nicht Pause, aber wir sind ja, wie gesagt, wir sind ja auch auf dem, das ist ja ein Multiplayer, da kannst du sowieso nicht Pause machen. Das geht ja eh nicht. Du willst ja nicht ständig ausloggen, deshalb. Ist jetzt im Kühlschrank. Was, der Schnee? Okay. Bottled Water. Ich wollte doch noch uns eben ein bisschen was zu trinken wieder herstellen. Nee, mach dir mal nichts. Ich baue jetzt da gerade um. Geh mal aus dem Campfire raus. Ich muss das umbauen. Ja. Okay, ist nichts drin? Alles klar. So, ich komme gleich wieder. Ich lasse natürlich hier Aufnahme und alles laufen, ne? Das heißt, unterhalt doch mal meine Zuschauer mit. Ich bin mal kurz nicht da. So. Aha. Hier, große Verantwortung für dich. Du bist auch im Bild, also man kann nichts. Sehr geil. Das Gewitter kommt. Ich könnte es nicht besser machen, du. Bis gleich. Also, ein Campfire und jetzt werden wir mal ein bisschen Gas geben, weil die Kiste da unten war mir zu klein. Und das Problem ist, wenn man die Kiste oben wegmacht, dann fällt das Campfire einfach mir nichts, dir nichts runter. Total motivationslos. Das können wir hier gar nicht gebrauchen. So, das kommt wieder zurück. Jetzt haben wir fast den alten Zustand hergestellt. Batsch, 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 batsch. Diese ganzen Gebrauchssachen, die man wirklich, wirklich mal nötig hat, die kann man jetzt tatsächlich mal grundlegend verteilen. Weil diese Kisten sind gnadenlos überfüllt. Da ist so viel Scheiß drin, ey. Das auch, Minibike-Kram gehört da gar nicht rein. Ich krieg die Krise. Muss das alles mal ordentlich sortieren. So. Das kann weg. Claim-Block kann weg. Die Nägel können weg. Das. Das nehmen wir mit. Das Eisen natürlich, klar. Kohle, selbstverständlich. Werkzeug können wir auch ein bisschen umladen. Das kann weg. Und das. Wir brauchen Holz und zwar pronto. Also Spikes. 11 Stück noch und ab die Post. Ah, vorbeigeschlagen. Teddy dabei. Kann sie sich wohin stecken? Farmer, der nichts dabei hat, natürlich klasse. Well ist allergisch gegen Ordnung. Hm. Also ich bin, sag ich mal, ja, kann man das so sagen? Ach, man kann es so sagen. Ich bin so von der Ayuta so ein bisschen erzogen worden. Und das ist dann ganz schlimm, wenn man dann was Falsches hinpackt. Und so irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man es selber nicht mag. Und dann fängt man an, Ordnung zu halten. In irgendeiner Art von Form. Und Ordnung ist auch wichtig, weil dann findet man auch Sachen wieder. Ich weiß ja selber, wie es ist. Du denkst, ah, wo habe ich denn das und das? Und plärst es auch noch laut aus. Dein Chat ruft ebenfalls laut, links, links, nein, ja. Und man stellt dann enttäuscht fest, oh scheiße, habe ich gar nicht mehr. Dabei hast du noch 50 Stück von dem Betreffenden gehabt und der Chat hat sich inzwischen die Seele aus dem Leib gebrüllt, so, nein, da
oben links, guck doch in die Kiste. Ja, Wahnsinn. Deswegen. Ah, Jutta, da ist es schon. Dreh. Ich habe das Beste verpasst auf dem Geschäft. Aber weißt du, was ich... Ich hab gerade referiert, dass ich Ayuta geschädigt bin und Ordnung halte und versuche auch diese Ordnung mitzunehmen. Das ist so, was Ayuta so wirklich so, ja, mit dem Holzhammer, Mac und ich, wir lästern schon immer, ne? Irgendwann gibt es nur noch so eine Warenausgabe, da kommst du an gar nichts mehr ran. Ja. Und Ayuta, vielen Dank für den Los. Und Ayuta hat dann sozusagen nur noch so ein Podest, wo es Sachen rausgibt. Ja, so sieht's so aus. Geil. So, 8 Uhr. Donnerwetter. Ist ja nicht mehr lang bis zur Horde. Nee, da kann ich jetzt doch keinen Keks essen. Ich habe ganz tolle Kekse zugeschickt bekommen. Zuschauerkekse, ja. Was? Du kriegst von deinen Zuschauern Kekse? Norwegische Kekse. Kekse. Norwegische Kekse. Norwegische? Leck mich am Arsch. Oh, wie geil ist das denn? Also, wir sind hier und eine ganz tolle Keksschachtel habe ich hier bekommen. Eine richtig schöne. Ja. Das ist Namen Ayuta. So, ich hab mir unseren letzten Stream, habe ich mir nachträglich nochmal angeschaut, ne? Ich auch. Und also wirklich alle Folgen, ne? Und ich auch. Ich fand sie richtig klasse. Also mir hat's richtig, also ich gucke mir ja manchmal auch meine eigenen Sachen an, aber wenn ich zeitlich halt dazu komme, das ist weniger geworden. Und ich muss sagen, die mit Abstand interessantesten Stellen für mich, weil ich war natürlich auch im Stream halt dabei. Waren die Szenen, wo ich in der Küche war, mir ein Cappuccino gemacht habe und was du dann so alles erzählt hast in der Zeit. Du warst ja richtig redselig. Ehrlich? Ja, okay. Du hast so geschnackt und erklärt und so und dann irgendwo kam dann mal so ein Satz von wegen, ach ja, der Wälder schlägt sich gar nicht so schlecht. Da saß ich hier irgendwo nachts mit so einem breiten Lächeln auf dem Gesicht. Ne? Ich denke mir, oh, cool, dachte ich mir so. Das war schön. Hast du gesagt, ja? Ja, ist ja auch so. Stehe ich auch zu. Oh. Spikes sind schon alle. Es hat jetzt für 2 Reihen gereicht. Also insgesamt haben wir 2 Reihen. Muss reichen. Sind die hier drumrum? Ja, sind drumrum. Eine, da vorne ist, glaube ich, nur irgendwo noch. An der Ecke ist irgendwie nur eine Reihe, aber. Hier vorne ist ein bisschen dünn. Ich habe nämlich ein paar gemacht. Ah. Hast du die Palme gepflanzt da? Die ist nicht zum Abholzen gedacht, die Palme, ne? Welche Palme? Nein, das sind unsere Fruchtbäume. Hallo. Alter, Finger weg von der Palme. Reicht nicht. Da. Okay, gar nicht. Dann gehst du auf selbige, ne? So. Also. Es ist 9. Gehen wir schon mal rauf. Ah ja, gut dann. Ja, so, dann. Aber wir müssen vor 10 dran denken, dass wir dann. Also, weil während der Horde wollten wir die Aufnahme eigentlich nicht stoppen irgendwo. So. Das ist nicht schön. Das muss nicht sein. Ja. Und dann machen wir es voll, dann ist die halt ein bisschen kürzer, aber dafür sind die anderen ja länger. Es ist ja unterm Strich. Unterm Strich, wenn das durchguckt, ist es sowieso egal. Genau, es sind eigentlich immer 25 Minuten, wenn wir es nicht verpennen. Der eine Leerblock ist zu wenig. Was meinst du jetzt damit? Der eine Leerblock ist zu wenig. Ach so. Ah, ja, guck mal, Astrak hat es bemerkt und hat direkt den einen Block weggenommen. Das ist Automatismus schon. Mhm. Damit mal kein Well hier runterfällt, machen wir jetzt mal dicht. Ich könnte noch mal eben in aller Eile ein paar Pfeile herstellen. So, du siehst, ich habe ein bisschen umgestellt. Ja, du hast noch. Ne, habe ich noch nicht angeguckt. Du hast noch Pfeile? Ich habe 94 habe ich und ich stelle nochmal 51 hier. Ich kann ja sowas abgeben. Ja, nee, ich hab alles gut. Ah, ich wollte mich doch noch heilen hier so ein bisschen. Ich bin jetzt auf 65 von 78. Wie sieht deine Wellness eigentlich aus? 89. Puh. Ja, brauchst mir was voraus. Habe ich denn jetzt mittlerweile Athletik auf? Ja, dann kann ich ja auch nochmal Ausdauer skillen. 10 Punkte. Ja. Oh, ich bin jetzt auch Level 10. Dann müsste ich doch aber auch... Ich kann Weaponsmithing nochmal eben... Mhm. Pass auf, ich mache uns nochmal eben... Habe ich die ganzen Mats... Nee, hast du noch ein bisschen Holz? Ja. Dann mache ich uns mal 2 neue Bögen, 150er. Ja, gerne. Und 9 Speer, wenn es keine Umstände macht. Ja. Bow, 2 und Speer. Und Speer auch 2. Ein klein bisschen was essen. Können wir den scrappen? Das da rein, die Gläser. Ja, einmal noch. Oh, es geht schon los. Okay, wir verabschieden uns. Bis dann, tschüss.